Servus Leute, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich fliege mal los, was ich jetzt gerade auch tue. Wow, da kam noch einer an gerade. Hallo, sag mir, was das hier für ein Planet ist. Ledomlia Barski. Der sieht blau aus. Wenn der so blau aussieht. Ah, Jacke Schack. Ich glaube, da gucke ich mal, ob das da Wasser ist, was da am Start ist. Was sind das eigentlich für komische Linien, die da um den Planeten rum sind? Ist mir wurscht. Ich bin unterwegs. Was? Jetzt muss ich den platt machen, oder was? Wo ist er denn? Sehr gut. Was hat er da übrig gelassen? Sammeln wir ein. Krolium. Und Emeryll. Ich habe es mal geschafft, so einen Kampf zu überleben. Zum Glück war das bloß ein Schiff. Warte mal. Impulsantrieb wollte ich. So. Und nun schauen wir mal. Schauen wir mal, dass mir wieder ein Frosch im Hals hängt. Komm schon, Planet. Der sieht noch so winzig aus. Und kommt irgendwie so gar nicht näher. Und dann auf einmal urplötzlich, wupp, bist du da. Das ist immer so krass. Ja, jetzt wird er langsam größer. Na, hopp. Mach. Planetare Störung, ich find's geil. Hey, ist es wirklich Wasser? Ja, es ist Wasser. Uäh. Perfekt, direkt neben der Station gelandet. Wächter hohe Alarmstufe, nichts. Fauna unentdeckt. Gefährdete Ressourcen möglich. Wenn die Ressourcen gefährdet sind, ist doch mir das egal. Mach mir Sorgen, wenn ich gefährdet werde. Kuxe ne dritt. Wer ist diese? Also, der ruft mal mein Schiff her, Dinger. Schau wieder faszinierende Perle. Bagaro-Ebene. Ja. Komme ich in das Ding hier rein? Ja, tue ich. Hallo? Multiwerkzeug? Jetzt. Was ist das? Blitzwerfermagazin. Ah ja. Noch irgendwas? Komm nicht weiter. So. Okay. Da geht nichts. Und ich muss nach da.
auf, so rum zu bimmeln. Ich will nämlich in diesem kreisrunden Ding schwimmen. Das hier irgendwo ist. Lebenserhaltungssysteme. Jetzt fangen die wieder an. Wenn es keine Strahlung gibt oder so im Case. Sieht gar nicht so rund aus, wie ich dachte. Wäre cool, wenn der Berg da irgendwie noch irgendwas wäre. Hä? Was? Mir egal, welche Drohne deaktiviert. Ah, ich glaube, da ist er. Mal ein bisschen laufen, damit die Meilensteine sich da noch wieder erhöhen. Ich habe nur keine Ahnung, was dieses U ist, weil nämlich mit dem Raumschiff kannst du nämlich auch so ein U bekommen. Okay. Nein. Mist. Ich hab gedacht, vielleicht kriege ich es hin, auf diesem kleinen Stück da zu landen, aber nö. Was ist das? Ach so, nachladen. Plop. Hä? Zu blöd, um hierher zu kommen, oder was? Mal gucken, wie viel das Ding aushält. Oder wer zuerst kaputt geht. Ah. So, mal aus der Nähe angucken, das Teil. Immer. Oh, blöde Meilensteine, hey. Naja, ich habe 20 Wächter zerstört. Ich will das Ding jetzt einsammeln. Geh weg. Schadensradius, Plasmawerfer, Begleiteinheit. Okay. Das war jetzt da drin, oder was? Macht das Ding da so Geräusche? Ah ja. Anscheinend schon. Es ruft um Hilfe. Es kann sich nicht mehr bewegen. Au. Natürlich ist das alles viel zu weit weg, dass ich da... Ja, ja. Okay. Ich brauche irgendwas Kohlenstoffmäßiges. Ey, das sieht schon cool aus. Ich habe nur Schiss, dass wenn ich da jetzt reinhops, dass dann kommt, ja, es ist radioaktiv. Und dass ich nicht mehr da rauskomme. Vorne steht Plutonium rum. Da muss ich mal schnell hin.
So. Alter. Viele scheiß Drohnen rennen hier rum. Hallo, komm mal her jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Scheißteil. Verpiss dich. Kommt schon die nächste. Und gleich bin ich tot. Ja, hallo? Mach was. Tod durch Laser. Generation 4. So, dann gehe ich da jetzt mit meinem Schiffle hinfliegen. Mein Zeug wieder einsammeln. Meine Sterbestelle da. Ist irgendwie voll komisch, man guckt runter, aber es lässt sich nicht irgendwie. Es fühlt sich nicht so an, als ob er runter geht. So, gib her. Sehr gut. Ups. Wollte ich gar nicht. Das Blöde ist, man kann sein Schild auch nicht aufladen, irgendwie direkt. Man kann bloß die Lebenserhaltung und das andere Zeug da, Radioaktivität, Quatsch und so aufladen. Ach, egal, hops. Cool. Kann man auch mit Dings schneller schwimmen, oder? Kann ich es einscannen, wenn ich es zerstören kann? Tachyfrualit. Wolait. Alter, die Namen von den Dingern sind schon. Sag ich jedes Mal, ich weiß, aber. Lade mi magoldate, kokake, blubla. Dass man da so ewig weit hochfliegen muss, dass der da überhaupt wieder Luft holt, hey. Ich bin gerade dabei, die Dings hier zu erforschen. Den Tümpel. Wieso ist hier so dunkel? Was macht der für komische Geräusche? So. Ja. Was ist das für ein Teil in der Mitte? Hoppla. Das ist aber eine Muschel. Und du, Monen, Monteit, irgendwas. Sieht aus, wie wenn es mal von irgendwo gebaut worden wäre. Aha.
Ach so. Wunderschöne Unterwasserwälder. Aber zum Schwimmen ist er zu blöd. Da ist mein Raumschiff. Ich habe gehofft, ich finde vielleicht so ein Wassersphäre-Ding. Aber das scheint es hier nicht zu geben. Das sah nämlich richtig wertvoll aus. Mit 20.000 oder so irgendwas. Für eine Unit. Eine Unit. Kaltes, klares Wasser. Halt die Schnauze. Sieht mich nicht mehr, oder was? Es wäre gut, wenn er mich nicht mehr sieht. Bleibt über mir, Drecksau. Scheiß Wächter, ey. Kommst nicht weg von denen. Obwohl er mich jetzt halt anscheinend aus den Augen verloren hat. Ne, er fliegt immer noch da rum. Verpiss dich da, scheiß Teil. So. Neutrino-Modul. Ist gerade ein bisschen leiser gewesen, weil fliegt da schon der nächste Pisser rum, oder was? Wächterdrohne deaktiviert. Scheißdreck, hey. Kaum ist eine ungenietet, kommt die nächste. Der Planet ist kacke. Ich höre schon das nächste Viech antanzen. Hä? Komisch. Gravitino-Ball kann ich nicht nehmen. Nur guck mal zum, lass uns abdüsen. Bäh. Ich verstehe diese Linien trotzdem nicht. Das sind ziemlich wirre Flugbahnen, wenn das die Flugbahn von den Planeten sein sollen. Naja, egal. Schauen wir mal. Weg Richtung Atlas-Schnittstelle. Ich hopp's mal. Einmal ein bisschen weiter.
dann hoffe ich mal, dass es nicht ruckelt, so wie jetzt gerade. Dass da jetzt direkt noch so eine Station ist, wo ich dann den Atlas Pass V2 krieg. Oder gleich ein Dreier, von mir aus. Da muss man wahrscheinlich den Atlas Pass V2 oder 3 aus dem Atlas Pass V1 oder 2 bauen. Jut Human SY400. Hä? Notfallsignal. Was ist hier jetzt kaputt? Greifen die jetzt mich an oder? Yay, 8-mal gewarpt. Notfallsignal. Ich will nur die Typen einholen. Okay, einer ist platt. Habe ich jetzt halt alle platt gemacht? Rinje Taior. Anscheinend habe ich es geschafft. Ole, ole. So. Warte mal. Wieso benutze ich nicht die blöden Schildsplitter? Oh, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Aber erstmal zu der Raumstation. Weil ich will da landen. Hä? Was war denn das jetzt? Beste Landung ever, hey. Was soll dieser komische kleine Pfeil, der mir da noch angezeigt wird? Okay, der Pfeil ist weg. Kinder helfen wir. Kinder helfen mir, was? Klingt komisch. Erstmal nochmal Zeug hochladen hier. So. Aber ich habe doch jetzt ein neues System entdeckt. Ich bin doch jetzt gerade hierher gehopst. Und habe gerade ein paar Piraten gekillt. Da müsste doch hier ein anderes System noch stehen. Oder kommt es erst, wenn ich auf den Planet gehe? Na, egal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suche ich mir einen Planet aus und dann muss ich meinen Impulsantrieb oder was das war? Ne, das Photonenkanone reparieren. Und dann mal schauen, was man hier noch so kriegt. Was ist das für ein komisch hässliches Schiff? Von hinten sieht es ein bisschen aus wie bei F-Zero, das eine Ding. Naja, egal. Ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge oder bei irgendeinem anderen Let's Play. Ja, das wär's. Bis dann.